recht herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Für viele junge Zuschauer und für alle Junggebliebenen zeigt FS1 heute und an den nächsten 3 Tagen um 15 Uhr die 4-teilige Verfilmung von Karl Mays Winnetou. So ungebrochen der Erfolg von Karl Mays Bücher ist, so ungebrochen ist auch der Erfolg dieser Verfilmung. Nicht zuletzt wegen der beiden Hauptdarsteller, dem inzwischen verstorbenen Lex Barker als Old Shatterhand und Pierre Brice als Winnetou. Besonders Pierre Brice wurde damit zu einer Symbolfigur. In weiteren Hauptrollen Mario Adorf, Maria Versini und Dunja Reiter sowie Ralph Wolter als Sam Hawkins. Im Kinderprogramm sind um 16.35 Uhr die Serien Am Dam Des und um 17 Uhr auch Spaß muss sein mit Herbert Prikopa zu sehen. Um 17.30 Uhr beginnt in FS1 eine neue 13-teilige Serie Anna und der König von Siam. In den Hauptrollen sehen Sie Yul Brynner und Samantha Egger. Das Betthupferl um 17.55 Uhr in FS1 bildet den Abschluss des Nachmittagsprogrammes. An 3 Dienstagen wird in FS1 der Entwicklungsprozess der verschiedenen Tierarten dargestellt. Titel: Geheimnisvolles, wunderbares Leben vom französischen Tierspezialisten Gérald Calderon. Beginn 18 Uhr. Mit den guten Vorsätzen für 1984 befasst sich die Reihe Sicher fahren mit wir in unserem Familienmagazin um 18.30 Uhr in FS1. Hauptabendprogrammpunkt von FS1 um 20.15 Uhr der Jahresrückblick des aktuellen Dienstes, das war 1983. Um 21.15 Uhr der Sport mit Berichten von den beiden Hallenfußballturnieren in Graz und Wien. Und um 21.50 Uhr der französisch-italienische Kriminalfilm Endstation Schafott mit Jean Gabin und Alain Delon. In FS2 haben Sie nun die Möglichkeit, die mehrfach preisgekrönte Sendung Wunder des Lebens vom vergangenen Freitag nochmals zu sehen. In dieser Fernsehdokumentation über die Fortpflanzung des Menschen gelingt es dem Schweden Lennart Nilsson, mit der Kamera das werdende Leben von der Befruchtung bis zur Geburt im menschlichen Körper zu verfolgen. Um 15.55 Uhr zeigt FS2 nochmals den gestrigen ersten Teil der 5-teiligen Serie Mozart. Um 18 Uhr beginnt in FS2 die 13-teilige Serie Waldheimat, der die Kindheitserlebnisse des steirischen Dichters Peter Rossegger zugrunde liegen. Die 3. Folge von Nesthäkchen sehen Sie um 18.30 Uhr in FS2. Im Hauptabendprogramm von FS2 um 20.15 Uhr steht Helmut Lohner als Darsteller von 5 Wiener Charakteren im Mittelpunkt der Sendung mit Handkuss Helmut Lohner. Um 21.05 Uhr sehen Sie eine weitere Folge aus Dallas und nach 10 vor 10 einen Club 2 mit dem Titel Mit den Augen der Kinder 5 Jahre später. Soweit unsere Programmübersicht und nun gute Unterhaltung in FS1 mit Winnetou und Old Shatterhand.